Dann begrüße ich nochmal hier Askan Breuer. Danke. Im Katalog steht über deinen Film, dass er Teil einer Trilogie ist und auch, dass es der letzte Teil dieser Trilogie ist. Also kannst du kurz was sagen, was diese Trilogie beinhaltet und woran er denn sozusagen anknüpft? Ja, das mit der Trilogie ist eigentlich schwer kurz zu sagen. Eigentlich ist das eine ziemlich lange Geschichte. Die fing Kannst auch lang sagen. 2006 eigentlich an. Da habe ich beschlossen, wie ich auch im Film sage, das erste Mal nach Indonesien zu fahren, um mir eben dieses Land anzuschauen, aus der meine Mutter kommt. Und ich war vorher noch nie da und ich habe auch nie Indonesisch gelernt. Meine Mutter war auch sehr, sehr selten da. Ich kann mich eigentlich nur an einen einmaligen Besuch meiner Mutter dort erinnern, als sie noch klein war. Da gab es dann 6 Wochen Nudeleintopf von meinem Vater. Aber sonst kann ich mich nicht erinnern, dass sie dann da war. Aber vielleicht, egal. Auf jeden Fall bin ich dann 2006, nachdem ich mein Studium in Wien beendet habe, dachte ich, fahr mal hin. Und würde mir das gerne anschauen, das Land, und kennenlernen. Mich hat auch Jakarta extrem fasziniert als so eine Megacity. Dann bin ich dahin. Und Indonesien ist ja auch deshalb spannend, für mich vor auf jeden Fall, weil es eine ganz junge Demokratie war und immer noch ist. Und die Diktatur, wie ja auch ein bisschen anklingt in dem Film, eine äußerst brutale Diktatur war. Was man hier nicht so mitbekommen hat, eine vom Westen gestützte Diktatur und überhaupt installierte Diktatur. Und die wurde aber gestürzt dann im Laufe der Asien-Finanzkrise, Ende der 90er Jahre. Und dann hat sich so ein Demokratisierungsprozess entwickelt. Und da ich mich immer interessiere und auch selbst aktiv in, sagen wir mal sowas, zivilgesellschaftlich aktiv bin und dieser Sturz der Regierung auch stark von der Zivilgesellschaft dort getragen wurde, hat mich das interessiert und ich bin da hingefahren und habe angefangen zu recherchieren über die Zivilgesellschaft dort. Habe dort Interviews gemacht mit ganz vielen verschiedenen Protagonisten, mit Feministinnen, mit Künstlern, mit Filmemachern und mit anderen Aktivisten und so weiter. Und da ist dann auch diese Idee entstanden, ich mache jetzt einen Film darüber. Ein Film, der Indonesien repräsentiert als eine progressive Gesellschaft, eher in so einem observierenden Modus, Direct Cinema mäßig, zuschauen, wie es läuft und so weiter. Und daraus ist dann auch ein Filmkonzept entstanden und letztendlich auch ein Film, der letztes Jahr rausgekommen ist, Jakarta Disorder. Dann war aber das Problem, dass ich gemerkt habe, dieser observierende Modus, dieser Direct Cinema, das ergibt Probleme für mich, weil ich ja eigentlich auch so eine persönliche Geschichte mit mir herumschleppe, warum ich das überhaupt mache. Und zweitens, weil... ist mir zweitens entfallen. Egal. Kommt vielleicht wieder. Und das Zweite ist natürlich auch, dass ich da so ein Fremdkörper bin. Ja, also ich komme da von außen und vor allen Dingen, als dann dieses gesamte Abenteuer Jakarta Disorder sich wegbewegt hatte von einer Zivilgesellschaft der Intellektuellen und der Mittelklasse hin zu einer Zivilgesellschaft der wirklich armen Menschen, die einfach die Mehrheit auch stellt in Jakarta und in Indonesien. Und wo sich dann das Projekt dann entwickelt hatte, okay, wenn ich ein Porträt machen will von Jakarta und von der Gesellschaft und so weiter, dann kann ich nicht nur irgendwelche Filmemacher und was weiß ich zeigen, sondern eigentlich müsste ich mich auch mit den armen Menschen beschäftigen. Und dann ist aber, habe ich eine Bewegung kennengelernt,
die eine ganz tolle Idee hatte, nämlich sie wollte sich eine Bewegung von Slum-Bewohnern und die wollten sich in den gerade laufenden Präsidentschaftswahlkampf einschalten aktiv. Mhm. Und darum geht es in Jakarta Disorder. Wir verfolgen dort diese Bewegung und porträtieren mehr oder weniger die. Und so war die Möglichkeit, die armen Menschen nicht als bemitleidenswerte Figuren zu zeigen, die irgendwie Opfer von karikativer Gutmenschlichkeit werden, sondern die gezeigt werden als emanzipatorische Kraft, als selbstdenkende Kraft etc. Aber trotzdem war, worauf ich hinaus will, da das Problem auch, ich bin ein Fremdkörper und daraus ist dann so eine Trilogie entstanden. Der erste Film ist Paradise Later, der ist überhaupt schon 2010 lief der auf der Berlinale rausgekommen, ist ein Kurzfilm, basierend auf Textzitaten, ein Mashup aus Zitaten aus Heart of Darkness von Joseph Conrad. Und dann ist jetzt Jakarta Disorder rausgekommen, der jetzt auch ab Mitte November in Hamburg im Abaton zu sehen sein wird und in Berlin im Lichtblick-Kino. Mhm. Herzlich willkommen. Da hängen, habe ich Plakate aufgehängt. Und dann eben dieser dritte Teil, der dann sich entwickelt hatte aus diesem Ganzen. Und alle drei sind sehr unterschiedliche Herangehensweisen, sowohl inhaltlich als auch strategisch. Also wie gesagt, Jakarta Disorder, den habe ich dann auch so eher in so einem Direct Cinema Stil gelassen. Mhm. Und ich hatte aber eben das Gefühl, damit bringe ich es nicht auf den Punkt, was ich eigentlich alles sagen will. Mhm. Ja. Und würdest du jetzt sagen, das vielleicht ist die Frage ein bisschen blöd, weil man das nicht genau trennen kann, aber würdest du sagen, dass dieser Film jetzt eher ein künstlerisches Projekt ist, ein Filmprojekt, weil das ja auch sehr, wie soll ich sagen, auch sehr komplex ist, was das Filmische anbelangt? Oder ist es denn eben eher doch ein persönliches Projekt der Selbstfindung und der Identitätsfindung und so? Nein, eigentlich, ich habe mich da jetzt während des Filmprojekts nicht selbst gefunden eigentlich. Merkt man ja vielleicht auch im Film. Eigentlich mündet das ja eher in einer Wirrnis. Und letztendlich, wie soll ich sagen, es ist ja auch ein bisschen eine Karikatur einer Selbstfindung. Es war mir schon wichtig, dass ich dann da mehr oder weniger auch übermannt werde von dieser Welt und ein bisschen auch mein Streben ad absurdum geführt wird. Mhm. Und hast du jetzt noch intensiv recherchiert über die javanische Mystik und all sowas, bevor du den Film begonnen hast? Oder hast du dich da eher leiten lassen von deinen Gefühlen? Ja, also das sind zwei verschiedene Dinge. Erstens gibt es diese Erinnerung. Da habe ich tatsächlich mich verweigert, mehr oder weniger da irgendwelche Recherchen zu machen, weil ich wollte das auf so einem Level behalten, was in meiner Erinnerung, woran erinnere ich mich, und es ist egal, ob es nun richtig oder falsch ist. Das wird dann ja auch ein bisschen dadurch dargestellt, dass dann ich da hinkomme und dann gesagt wird, nö, da gibt es gar keinen Tigergeist. Ne? Mhm. Es ist auch nicht so wichtig, ob es jetzt einen Tigergeist gibt, es ist nur wichtig, dass ich diese Geschichte mal gehört habe und dass ich sie mit mir herumtrage. Und da sind ganz viele, also das heißt, ich habe nicht versucht, diese Erinnerung zu verifizieren und zu Tatsachen zu machen. Und darum geht es auch nicht. Das heißt, wir haben da einen bestimmten dokumentarischen Modus, der sich, der auf eine andere Weise sich um Wirklichkeit kümmert, nämlich die Wirklichkeit des Erinnerns. Und was ja einfach auch die Identität ausmacht und nicht das, was wir wissen und bla bla bla, sondern was wir vielleicht glauben zu wissen. Und ich habe mich auch verweigert, ich habe meiner Mutter davon überhaupt nichts erzählt, mehr oder weniger. Ich habe auch kein Interview mit ihr gemacht und so weiter. Ich habe sie total rausgelassen. Das heißt, sie hat manchmal werde ich gefragt, warum sie denn nicht davor kommt und so weiter. Na, ich wollte das ganz abseits von ihr auch belassen. Sie sollte eher nur eine Figur in der Erzählung sein und nicht als Objekt oder so im Film. Und dann gibt es diese zweite Geschichte, nämlich was dann
zum Schluss kommt, wo die Geister kommen und die Weltgeschichte auf eine ganz andere Art und Weise nochmal aufrollen. Und die ist natürlich gut recherchiert. Ja? Also sei es, ob es um diese erste Aktiengesellschaft der Welt geht, die VOC, oder wie es dazu kam, dass möglicherweise einer meiner Urgroßväter mit einer ganzen Meute von Chinesen dort in Java eingefallen ist nach dem verlorenen Opiumkrieg. Und das wird ja alles so angerissen. Mhm. Die Geschichte deiner Mutter ist ja auch am Anfang. Oder nein, deine Geschichte, wieso kommst du hierher und denkst jetzt als Westler, du könntest verstehen. Ja, und so. Okay, und das ist ja auch am Anfang, gerade am Anfang von diesem Wayang-Schauspiel, das trägt sich fast ausschließlich über Zitate. Walter Benjamin, Heinrich von Kleist, also dieses wir müssen um die ans andere der Welt um zu schauen, ob das Paradies vielleicht von hinten offen ist, es ist Kleist. Und dann dieses, wenn das Monster auftritt und auch schon davor, das ist alles Bhagavad Gita, das ist aus der Mahabharata, aus der hinduistischen Epos. Okay. Und das auch deshalb, weil das Vayang, das traditionelle Vayang, das bezieht sich auf die Mahabharata. Die Mahabharata ist das zentrale hinduistische Epos, ist ein heiliger Text, wenn man so will. Da drin wird, ich erzähle das jetzt nicht, jedes Vayang-Schauspiel basiert auf der Mahabharata und wird dann von dem Dalang-Meister, also ein kleines Kapitelchen außer Bhagavad Gita, wird herausgenommen und dann von dem Dalang, das ist der Vayang-Meister, über 9 Stunden ausgebreitet zu einer, was weiß ich, krassen Geschichte, was da alles passiert. Das ist aber dann die Kunst des Dalangs. Ja? Also der macht das dann von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, ist das quasi so ein Schauspiel, bevor es das Fernsehen gab. Also mittlerweile ist das Vayang ja auch verdrängt von... Das wollte ich gerade mal fragen, wie populär ist es noch Jugendliche jetzt? Nein, gar nicht. Das ist fast ausgestorben. Also dieses eine Vayang, es kommt ja zuerst einmal ein Vayang vor. Das haben wir am allerersten Tag gedreht, als wir da angekommen sind. Wir sind dort angekommen und der Dalang meinte, er kann leider nicht kommen, weil er hat da einen Auftritt in der Stadt da in der Nähe. Und ob wir nicht kommen wollen, das zu dokumentieren. Und so ist das Material entstanden. Also, und dieses war ein Ritual, ein spirituelles Ritual. Einmal im Jahr wird er von der Stadtregierung beauftragt, dieses Vayang-Ritual zu machen und um quasi die Geister gnädig zu stimmen für die Stadt. Und, sind ja mehr muslimisch eigentlich. Naja, aber das Indonesien, gerade da in Zentraljava, ja, sie sind muslimisch, aber da spielt ganz viel anderes auch noch rein, Hinduismus und dann eben diese Kejawen, also die javanische ich mag nicht Animismus sagen, aber es ist, ja, es nennt man so Animismus, ja. Mhm. Also dieser Glaube an die Ahnen und Verstorbenen und so weiter. Und auch dieses ganze Ding mit dem Tigergeist und so weiter. Mhm. Das ist ja einfach sehr verbreitet in Ostasien und das widerspricht sich auch nicht. Also der zumal der Islam ohnehin viel offener ist als das Christentum gegenüber alles, was mit Geistern zu tun hat. Mhm. Mhm. Aber natürlich, wenn da jetzt so ein gestandener Saudi daherkommt, der würde wahrscheinlich sagen, ja, das geht aber gar nicht, wahrscheinlich. Mhm. Aber die indonesische islamische Kultur ist eine ganz andere Nummer. Mhm. Und für dich war es denn auch von vornherein klar, dass du da selbst auftrittst, dass du dich selber nochmal spielst oder dich als Figur, als fiktionale Figur dann einbringst. Ja, hast du eine Schauspielausbildung oder so? Oder hast einfach ja, so? Das wollte ich eh ansprechen, weil ich habe eigentlich gar keine Schauspielausbildung. Ich habe mir auch nie träumen lassen, dass ich jemals in einem Film auftreten werde. Ich hatte überhaupt gar keinen Bezug dazu. Das einzige Mal, dass ich irgendwie so halbwegs damit in Berührung gekommen bin, also ich habe auch nie irgendwas gespielt, war ein kurzes, ich glaube einwöchiges Seminar von Stanislav Mucha, der hier vielleicht irgendwo sitzt. Ja, ich habe ihn gesehen heute Morgen. Ja, der ist auch da. Und
da hat er uns ein bisschen eingeführt. Das war so ein Seminar, wo lauter Regiestudenten waren, so wie ich, und die keine Ahnung haben, wie man Schauspieler behandelt. Und da wurden wir dann gezwungen, selbst Schauspieler zu sein. Das war das einzige Mal. Aber ich bin jetzt nicht stolz auf meine schauspielerische Leistung dort. Es war auch natürlich ein bisschen schwierig, weil ich gleichzeitig auch noch Regisseur war, gleichzeitig auch noch Produktionsleiter und Produzent und Autor und alles Mögliche noch. Und Schnitt dann. Also das war ein bisschen schwierig zu machen. Das wusste ich, aber ich wollte es trotzdem machen, weil ich dachte, ich kann mich da jetzt nicht zurücknehmen. Ich mache einen Film über mich selbst, ja, und dann... Das finde ich manchmal kritikwürdig, dass oft dann Filmemacher und Filmemacherinnen, wo es dann eigentlich um sie selbst geht, sie dann überhaupt nicht auftauchen. Mhm. Das ist natürlich auch, hat auch seine Berechtigung, aber ich fand gerade bei diesem Thema wäre es komisch gewesen, wenn ich dann nicht auftauche. Aber andererseits hatte ich jetzt auch gar nicht das Bedürfnis, selbst dort als so eine dokumentarische Figur aufzutauchen. Also dass ich da quasi jetzt mich als echte Persönlichkeit darstelle. Mhm. Es war schon im Konzept drin, eine Überlegung, und wir haben auch ein bisschen gedreht, aber ich habe es dann beim Schnitt rausgenommen, weil ich dann das Gefühl hatte, das passt einfach nicht. Mhm. Also du würdest sagen, selbst auch wenn du jetzt Zug fährst oder über den Markt gehst oder irgendwas, ist es natürlich nicht das ein, dass man nicht beobachtet, sondern es ist eine Inszenierung von dir. Ja, natürlich. Ja. Na, ich habe nicht quasi Kameraleute gehabt, denen ich gesagt habe, jetzt filmt mich mal und macht, was ihr wollt, sondern gerade diese Sachen haben wir dann so ziemlich gut durchgesprochen, wie wir es machen und so. Mhm. Andererseits viele Sachen, die jetzt im Garten sind und da habe ich überhaupt keine wirkliche Regie geführt. Da habe ich quasi, ich hatte zwei Kameraleute mit und ich habe sie einfach machen lassen und gesagt, porträtiert den Garten doch so, wie ihr es denkt, und dann schauen wir mal. Es gibt sicherlich dann auch Aufnahmen von Sachen, die vorgefunden sind, also die jetzt... Ich meine zum Beispiel auf dem Markt wahrscheinlich Sachen, die da einfach waren. Ja, das war, das, waren, ja, oder, ja, genau, na, das war nicht geplant. Nein, besonders finde ich ja interessant, dass eigentlich diese letzte Geistervorlesung, denn, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, ja, dadurch eingeführt wird, dass, ich glaube, das war ja auch wahrscheinlich ursprünglich so geplant, du machst ja ein Interview mit dem Cousin und der sagt, ja, hinter dieser Tür hat er, und dann drehst du dich um zu der Tür und dann schaust du dahin, das wird natürlich dann hinterher nachgedreht, du schaust dahin in die Richtung und dann setzt das Ganze ein. Aber dass sie das erzählt hat hinter dieser roten Tür, was natürlich schon symbolhaft ist, das hast du dann einfach genutzt. Das gab, wurde dir so angeboten, eigentlich aus dem Interview hier heraus. Einfach so, dass du den Symbol. In so eine Symbolik überführt denn hinterher. Naja, das ist halt so wie bei Hitchcock. Ja, da geht es irgendwie um irgendeinen Koffer und da drin ist irgendetwas Wichtiges und niemand weiß was, aber alle sind hinterher und bringen sich gegenseitig um. Genau. Ja, genau. Richtig, ja. Und ja, das ist quasi auch der Tigergeist ist sowas Ähnliches. Ja. Also der ist eigentlich dazu da, die Geschichte zu triggern. Und das Wichtige ist eigentlich diese ganze historische Debatte und so weiter. Und gar nicht mal so sehr der Tigergeist selbst, sondern der hilft uns, Zugang zu finden. Der Tigergeist, Die Geister, die wohnen an einem Ort, also sagen wir jetzt in diesem Haus, könnte sein, dass der Tigergeist dort in diesem Haus ist. Kann er auch in Tieren leben? Ich habe mich jetzt gefragt, ob du hast ja sehr viel mit diesen Tieren gearbeitet, da war mit den Eulen und dem Affen und sowas nicht, dass er denn vielleicht auch da, oder wofür hast du diese Tiere benutzt jetzt? Du arbeitest nicht, ja dass mit du denkst, Räumen. Ich bin jetzt Experte vom Tigergeist. Was Dings, nach dieser Tafel, die du da gelesen hast? da stand ja viel mehr drauf, als wir erfahren haben. Wir hatten ein irrsinnig langes Interview mit diesem Typen. Ich wollte nicht wissen, wie es wirklich ist, was du damit gemeint hattest, mit diesen, diese dich ja sehr stark anblicken und sofort irgendwie auch ein bisschen fordern, diese Tiere, oder dann auch, was du in diesen Tieren denn gesehen hast. Naja, ich fand es halt spannend, dass ich dorthin komme und ein Haus vorfinde, das einstmals stark belebt war von Menschen. Und jetzt einfach mein Cousin laut wird und irgendwie Tierchen hält in irgendwelchen Käfigen und eigentlich nur noch Tiere da wohnen. Ja. Er wohnt da selbst noch nicht mal wirklich. Also
Und das ist einfach auch einfach eine Tatsache. Mhm. Ja, also das ist, ich habe ja nicht die Tiere hingebracht oder so, sondern die sind einfach da. Und ich fand das ganz spannend zu zeigen, um zu zeigen, wie quasi die Weltgeschichte sich darstellt in Form dieses Hauses und dem Leben in diesem Haus, nämlich dass es verlassen worden ist und jetzt quasi die Tiere dort leben. Eingesperrte Tiere dort leben. Mhm. Mhm. Also haben Sie doch so einen symbolhaften Charakter gesehen? Naja, für mich schon, aber das, ja. Alles hat Symbol. Ja, natürlich, in diesem Film, auf jeden Fall und auch sonst. Sind Fragen aus dem Publikum bereits da? Dann, man, oder weiß wer, also ja, so, weil du eben gezeigt hast. Nein, dann könnte man ja jetzt nochmal ein bisschen vielleicht provozierend oder fast böse sagen, obwohl du das ja selbst, hast du Angst? Nein. Obwohl du das jetzt ja selbst relativiert hast im Film mit dieser Stimme am Schluss, die sagt, was kommst du her und denkst so. Man könnte ja sagen, das ist so typisch Westler. Er kommt denn dahin, so ein bisschen Kulturtourismus oder Ethno-Kitsch oder wie man das nennt. Ja, das sagt der Geist. Er kommt ja dahin, nicht? Sagt du, dieser Tigergeist, die Leute, die wohnen, sagen, keine Ahnung, ich wohne hier 50 Jahre, habe von dem noch nie was gehört, habe es nicht gesehen. Aber du kommst hin und suchst Kontakt und dann kommt es auch mit den dort, ja, mit den dortigen Mitteln wird das dann auch alles repräsentiert mit diesem Schattenspiegel, wo sich die heutigen Leute auch nicht mehr drum kümmern. Also du machst dann eben diese Art von Kulturtourismus. Also Kulturtourismus, was würdest du dazu sagen, zu dieser bösen Provokation? Naja, ich meine, das sagt der Geist ja ganz, ganz offen. Und das ist ja auch, dass ich da quasi hinkomme und quasi ganz rational irgendwie einen Tigergeist suche. Das ist natürlich auch eins der Hauptkritikpunkte, sagen wir mal, am Dokumentarismus. Ja? Mhm. Also, weshalb ja ich versucht habe, jetzt mit diesem mit diesem Film so was wie ein Gegenmodell zu versuchen. Mhm. Was ja auch, also die Idee war auch aus diesem, weshalb ich ich nenne es einen magischen Dokumentarfilm, weil ich ein bisschen anknüpfe an dieser Idee vom magischen Realismus aus der Literatur. Mhm. Das war eine Literatur, oder ist heutzutage immer noch eine Literaturbewegung, die halt meint, beruft sie letztendlich auf Kafka, aber sie ist entstanden in Südamerika in den 40er, 50er Jahren und heute gibt es auch noch starke Repräsentanten, Murakami und so, die halt versuchen, politische Realität zu fassen, indem sie eben auch tradierte Formen von Darstellung nutzen. Mhm. Ja? Und deshalb habe ich auch das Wayang genommen, weil das Wayang war auch früher in der Kolonialzeit ein Medium der Kritik. Ja, also Religion, Genau, ja, also ja, die haben da irgendwie diese Vorstellung gemacht in den Dörfern und die Holländer haben nichts verstanden von dem Ganzen und in Wirklichkeit macht er sich die ganze Zeit lustig über ganz tagesaktuelle politische Dinge. Mhm. Und das habe ich quasi, diese Tradition habe ich ja auch ein bisschen übernehmen wollen, indem ich das Wayang nutze. Und andererseits ist aber auch die Sache, dass ist ja diese Frage, ob es jetzt ein Geist ist, der uns das alles erzählt, ja, oder eine Puppe, oder ob es eine authentische Figur ist, wie zum Beispiel der Professor oder der Filmemacher selbst, der irgendwas sagt, das ist eigentlich egal, oder es zeigt beziehungsweise auch die Absurdität teilweise von dokumentarischen Strategien, die wir haben, die Glaubwürdigkeit verursachen. Mhm. Ja. Also ich zum Beispiel als Filmemacher, wenn ich spreche und so weiter. Es gab einen Film zum Beispiel hier,
Da geht es, glaube ich, um die Ukraine und um den Holodomor, also den Genozid an den Ukrainern. Und im Film wurde gesagt, das war ein Genozid und da sind Millionen Menschen umgebracht worden. Und ich zweifle das im Übrigen gar nicht an. Ich glaube das auch, aber es gibt eine große politische Debatte und wissenschaftliche Debatte darum, ob dieser Holodomor überhaupt ein Genozid war oder nicht. Ja? Aber dadurch, dass quasi der Filmemacher das mit seiner Autorität sagt, glaube ich das einfach mal. Und das ist, es sei denn, ich weiß von der Kritik an der historischen, historisch-wissenschaftlichen Kritik. Aber deshalb ist es eben, fand ich es interessant, jetzt einfach Geister auftreten zu lassen und das Ganze in einer epischen Form und einer poetischen Form zu präsentieren, was weniger was genauso wahr ist, als würde ich es in einer nüchternen Form darstellen und was weiß ich, eine Tagesschau-Sprecherin engagieren. Genauso subjektiv ist auf jeden Fall. Naja, subjektiv, es geht schon um Wahrheit. Also es ist jetzt nicht so, als würden diese Geister irgendeinen Quatsch erzählen, sondern das, was sie erzählen, da stehen sie auch hinter. Oder ich stehe dahinter. Ja, also würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt subjektiv, sondern indem ich den Film mache und den hier präsentiere, sage ich, so ist es. Natürlich, aber ich öffne damit natürlich auch, vielleicht, die Hoffnung ist, ich öffne damit mehr einen Diskurs, wenn ich nicht diese üblichen dokumentarischen Strategien nutze, die vielleicht auch ein bisschen was Autoritäres haben, ja, weil man als Publikum dem einfach dann glaubt, sondern indem ich eine Form nutze, in der es ein bisschen vage ist und ich als Publikum dann auch denke, wirklich? Aha. Also da muss ich nochmal drüber nachdenken. Kommentarstimme für den Befreiungskrieg und Zeitzeugen und Leute, die dann Mutter gekannt haben und sowas eben, also was man sonst vielleicht intuitiv machen würde. Es war dann eine Frage, die schon länger wartet, deswegen wollen wir da hingehen. Also erstmal vielen Dank für den Film. Meine Frage zielt nämlich eigentlich auch genau zu dem letzten Teil, der mich sehr fasziniert hat irgendwie. Meine Frage ist, könntest du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie tatsächlich da jetzt der künstlerische Prozess war? Also du sagst, es steckt sehr viel von dir drin, aber der Dalan hat ja irgendwie auch eine Rolle. Wer war noch daran beteiligt? Einfach ganz praktisch, wie lief dieser künstlerische Prozess? Ja, also jetzt mit dem Dalan. Ja. Also der Text selbst, den habe ich geschrieben. Ich habe ja schon gesagt, ich habe da Zitate und so eingebaut und so weiter. Das heißt, die Originalform des Texts war in deutscher Sprache. Dann habe ich es übersetzen lassen ins Indonesische. Dann haben wir das dem Dalang vorgelegt und der hat daraus den Text entworfen, den wir jetzt hören, den javanischen Text. Und zwar war die Schwierigkeit, A, dass er viele Dinge nicht verstanden hat und B, oder anders verstanden hat, als ich es eigentlich wollte, und B, dass er daraus einen Rhythmus machen musste, weil alles ist rhythmisiert. Ja? Das heißt, er konnte nicht einfach eins zu eins das als Prosa nehmen, sondern er musste daraus eine Dichtung machen. Das heißt, die javanische Version wurde dann plötzlich ein poetischer Text, was er vorher nicht war. Und dann musste ich quasi mit meinem Regieassistenten, der selbst Javaner ist, das vergleichen. Und dann haben wir diskutiert und haben umüberlegt und weil er teilweise wirklich Sachen rein gedichtet und neu gemacht. Zum Beispiel, dass er am Ende sagt, so geh nach Europa, solange du noch Jungfrau bist. Dieses solange du noch Jungfrau bist, das hat er rein. Also das war nicht im Originaltext. Und solche Sachen. Also manche Sachen habe ich dann gelassen, andere nicht. Viele haben wir rumdiskutiert und so weiter. Der Spannende war aber auch, dass dieser Dalang ist so ein alter Mann, der irgendwie eine Suppenküche auch hat. Dessen Eltern waren Kommunisten in den 60er Jahren. Die sind umgebracht worden, als er klein war. Er durfte nie zur Schule gehen, weil seine Familie kommunistisch war und so weiter. Und er hat seine eigene Geschichte. Ja, und deshalb war das total spannend, mit dem zusammenzuarbeiten. Ich hatte auch Probleme teilweise, wie zum Beispiel mit dem Palilik, der uns den Tigergeist erklärt.
der wollte ab einem gewissen Zeitpunkt nichts mehr mit mir zu tun haben, als er gemerkt hatte, worauf das Ganze hinausläuft. Ja. Irgendwann habe ich mit ihm eine Besprechung gehabt, mit Buck hier, einem Regieassistenten, und dann klingelte sein Handy. Und seine Handymelodie war ein Militärsong, wo dann der Bucke zu mir sagte, hey, wer diese Musik auf sein Handy hat, der gehört zur anderen Seite. Ja? Und dann hat sich auch herausgestellt, als er mehr oder weniger festgestellt hat, dass ich chinesischstämmig bin und das ist um 65, da ab dem Zeitpunkt war er nicht mehr ansprechbar für uns. Ich habe immer wieder versucht, ihn anzusprechen und so weiter, aber er hat sich immer mehr oder weniger auf so javanische Art und Weise verweigert. Meinte, na, keine Zeit, aber es war ziemlich klar, dass dahinter steckt. Also auch solche Schwierigkeiten gab es. Und dann, um das nochmal, dann musste das alles rückübersetzt werden. Ja? Also dann musste quasi auch der deutsche Text wiederum angeglichen werden an dieses neue Javanische, weil das war jetzt der Stand der Dinge und so weiter. Also das war der eine Punkt. Dann dieses Puppenspiel haben wir an 5 Nächten gedreht und mit 2 Kameras, 2 Kameramänner, die ich mitgebracht habe aus Europa. Der Victor, mit dem ich auch schon vorher zusammengearbeitet habe in der gesamten Trilogie, ist eher so ein filmischer Kameramann, der denkt in filmischen Kategorien, in Anschlüssen und dies und das. Und Peter Bayer ist eher ein fotografischer, künstlerischer Kameramann, eigentlich auch gar nicht ausgebildeter Kameramann, aber ich mag seine Herangehensweise, zum Beispiel diese Schüsse mit dieser Eule ganz nah aufs Gesicht drauf, das sind so Ideen, die er hatte. Und das fand ich total interessant, diese 2 verschiedenen Kameraleute zu haben, denen ich auch sehr viel Freiheit gelassen habe. Also wo ich bin überhaupt nicht so ein Regisseur, der sagt, so muss das sein. Sondern ich finde das spannend, wenn Kameraleute sich selbst einbringen und kreativ diese Bilder entwickeln. Ich hätte eine Frage. Sind so gewisse Dinge schon gefallen, wie dass man sagt, es geht um eine Karikatur einer Selbstfindung oder auch dieser dramaturgische Coup, dass dann sozusagen eine Zurückweisung unserer Projektionen erfolgt, auch mit diesem Marionettentanz. Und natürlich aber gleichzeitig, das nimmt ja natürlich die Bilder, die man gesehen hat, nicht zurück, oder man hat ja davor schon sehr lange Bilder gesehen und die bewegen sich eben auf sowas, also in so einem Modus von magischem Realismus, der sich aber natürlich auch beim gesamten, also nicht beim gesamten, aber auch an dem Vorratsschrank so auch kolonialer Fantasien von der Fremde natürlich auch bedient und sehr bewusst bedient und da so eine Gratwanderung macht, wo es mir dann auch, also gewisse Bilder mir dann auch beim Wiedersehen tatsächlich auch, also wo man dann auch aufstöhnt manchmal und gleichzeitig aber die Bilder natürlich nicht einfach als Zitate gemeint sind, sondern die ja schon auch, also worauf ich vielleicht hinaus will, ich habe das noch immer nicht ganz entschlüsselt, was ja schon in der Art, wie zum Beispiel deine Stimme vorkommt, diese Gratwanderung ist zwischen einem sozusagen einer Stimme, an der man mitgehen soll und die aber auch gleichzeitig eben tatsächlich die Karikatur seiner Selbstfindung auch immer und eben die Projektionen immer mit vorführt. Das also war nur eine Frage nochmal nach der Klärung, weil natürlich wie eben da das konzipiert wurde, diese ersten 2 Drittel des Films, weil das ja auch nicht darin aufgeht, dann irgendwann zu sagen, ich weise das zurück oder der Tigergeist sozusagen lässt sich nicht in Anspruch nehmen, weil die Bilder ja natürlich, die ersten 2 Drittel natürlich trotzdem da sind und ja in denen schon so ein Vor und Zurück mit Projektionen stattfindet. Das irgendwie. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sage. Also, war das eine Frage oder? Ja, also mir ist nicht, wie man das zum Beispiel aushandelt, was für einen, also wie man sich, also du arbeitest dich ja auch wirklich ab an so einer kolonialen, auch, also an so Fantasien von in die Fremde gehen und da irgendwann, wenn ich da hingehe, dann wird auch die Vernunft mich verlassen, wenn ich mich einlasse. Das ist ja auch selbst eine, also das Heart of Darkness ist ja selbst eine koloniale Imagination. Und die Bilder einerseits eben suchst du immer die auch
kräftigen, einen stöhnenmachenden Bilder, also der kleine Drache, der im Horizont hängt, und es ist immer so eine, und aber auch tatsächlich willst du aus denen auch mächtige Bilder generieren, die dann deine eigenen sind, und vielleicht dieses Hin und Zurück mit dieser kolonialen Fantasie, die man nicht so einfach sich davon distanzieren kann. Nee, ja, ich weiß nicht, ich hatte jetzt nicht den Anspruch quasi zu sagen, das gibt es ja auch und es hat auch seine Berechtigung quasi zu sagen, ich kritisiere diese Produktion von Otherness, bla bla bla, und deshalb versuche ich es gar nicht zu machen. Ja, das finde ich in diesem Fall zumindest nicht zielführend, weil ich finde, man kann den Exotismus schon kritisieren, aber andererseits hat er auch seine Berechtigung. Ja, er ist ja auch da. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass wenn du jetzt nach was weiß ich wohin gehst, dass du dann einfach sagen kannst, ja, ich kann jetzt hier meine Otherness, bla bla bla, und, sondern die ist einfach da. Ja. Das heißt, man kann auch damit, man kann auch dazu stehen. Ja, ich muss jetzt mich nicht dafür schämen, dass ich einfach, und darum geht es ja in dem Film, dass ich einfach ein anderer bin. Ja, und dass ich jetzt auch fasziniert bin, weil ich habe ja gar nichts, ich persönlich, da ich jetzt es auch mehr oder weniger, darum geht es ja in dem Film, dass ich quasi die Fremdheit ja auch in mir trage, als Fleisch und Blut. Ja. Was ich dann ja auch ein bisschen, auch wieder ein bisschen karikiere, indem ich dann diese expliziten Szenen einbaue. Und das finde ich eben, da muss ich mich nicht zurückhalten. Da brauche ich keine Nüchternheit. Ich kann sehr wohl, ich fand es berechtigt, darauf affirmierend einzugehen und zu sagen, ja, es gibt diesen Exotismus und den behandle ich auch in dem Film, aber ich weise ihn nicht total zurück oder versuche irgendwie was darzustellen, was nicht ist. Sondern natürlich, wenn ich eine fremde Landschaft, fremde Menschen sehe, dann ist man immer fasziniert. Es wäre albern, nicht fasziniert zu sein. Ich weiß nicht, was für eine... Also es ist nicht möglich einfach. Es sind, wenn du jetzt Foucault nimmst oder so, es sind Diskursmechanismen, die immer da sein werden. Die man auch nicht annullieren kann oder so. Man muss sich nur damit auseinandersetzen. Ja, das denke ich. Und deshalb hatte ich auch keine Furcht davor, ist bildgewaltig zu machen oder auch diese Figur, die ich dann darstelle, so zu entwerfen. Also das heißt, ich habe es schon als ein Zwischending, als ein Flirren immer gesehen und nicht als ein, ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt darauf eingegangen bin. Wir haben jetzt drei Wortmeldungen hintereinander, beginnen wir dort. Achso, Werner ist dran. Ja, danke. Ich würde gerne bei diesen Zwischendingen, diesen Zwischenräumen ansetzen, obwohl nur anmerken zu dem, was du eben über Dokumentarismus gesagt hast. Magischer Realismus, Zweifel, Ambivalenzen begleiten uns hier in Duisburg seit Jahren. Und den Film, als du ihn zitiert hast, das ist ein Zitat, nicht des Autoren, sondern einer der Protagonisten. Und eine Protagonistin sagt in diesem Konfliktbereich, es gibt drei verschiedene Geschichtsschreibungen, je nach Interesse. Deswegen ist der Zweifel auf der einen Seite implementiert im Dokumentar von der letzten. Ich wollte den Film auch gar nicht kritisieren. Ich wollte nur sagen, dass das, was du sozusagen einforderst gegen den hegemonialen, konventionellen Dokumentarismus ist sozusagen inzwischen implementiert. Und das mit dem magischen Realismus gibt es auch in einer Reihe von Beispielen. Aber es braucht für mich gar nicht diese Art Kategorisierung und Einordnung oder Entgegensetzung, sondern dein Film hat die Besonderheit in der konkreten Anlage, die von dir als Autoren oder als sozusagen Schattenriss des Autoren ist. Und das dazwischen bist du ja auch in deiner Physiognomie, in deiner von uns Wahrgenommenheit. Deswegen bist du in dem Moment, wo du ins Bild trittst, nicht einfach nur, dass endlich mal ein Autor vor der Kamera ich zu sagen wagt, das tut jedermann. Oft
du wünschst dir öfter, ich wünsche mir eher weniger, aber du bist eben genau das dazwischen. Bis hin zu dem, über die Ironie reden wir jetzt nicht, auch jemand, der das auch geschmeidig ausnutzt, diese Ambivalenz. Und es ist so, dass man kann machen, was man will, sieht man im nächtlichen Schattenriss einen Vogel, ein Tier, hat das eine Art von Angstlust, eine Exotik des Angezogenseins und nicht. Aber das Ganze ist nur eine Vorbereitung auf dieses unglaubliche Finale des Films. Und das will ich hervorheben, weil das mit welchen Mitteln dokumentarischer Praxis immer. Ein Beispiel wäre, wenn du sagst, ich würde zwei Kameraleute haben, oder ich habe zwei gehabt, die Freilauf bekamen. Auf der einen Seite, die haben mehr filmische, der andere mehr, der so diese Momenta suchte oder so. Und das fand ich so großartig, weil sich da sozusagen verknüpft hat, was du uns um die Ohren hauen willst. Und zwar in der unglaublich gut konfigurierten Gestalt dieses Epos und in dieser unglaublich gut gefilmten, aufgebauten Konstruktion des Theaters, des Medialen, das dann irgendwann zusammenbricht. Ne? Und diesen Zorn, ne, den du ja auch organisierst, ne, als Invektion gegen uns, ne, hat mich so mitgenommen, körperlich auch, als irgendwie so Lektion, die uns gemacht wird. Die war filmisch, die war bewusst auch gesetzt, die war auch sozusagen kulturgeschichtlich abgesichert, aber gleichwohl hatte sie eine Form, die Zorn und Abrechnung und so das Finale im Sinne auch einer Geschichtstheologie beschrieben hatte. Und das fand ich großartig und dafür gehört es für mich nicht, die Fragen, ob man dokumentarisch so und so arbeiten sollte, für mich gegen irgendwas wendet. Das war einfach großartiges Kino, das sie aus Fiktion und Wahrheit kombinierte in einer Form, die nur im dokumentarischen Kino so möglich ist. Und dafür mein insgesamtes großes Kompliment. Ja, vielen Dank. Ich wollte nur noch klarstellen, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Manifest habe und sage, das ist alles Quatsch und so muss es sein. Ja? Nein, nein, es ist ja schon so, dass, sagen wir mal, der Jakarta Disorder ist ja auch auf eine ganz andere, du kennst ihn eh, Art und Weise gemacht, der benutzt ja ganz konventionelle dokumentarische Strategien und deshalb bin ich auch Dokumentarist. Es ist nur in diesem Film einfach so, dass ich damit auch... ja, dass ich da mich kritisch mit auseinandersetze. Ich wollte sagen, dass mich sehr beeindruckt hat, dass diese Verbindung von eben Fakten und dem magischen Blick und dass ich es ganz besonders, also auch nach Erinnerungswert finde, dass es eben diesen verwirrten Mann gibt, der ja auch wieder den Bogen zu Holland schlägt oder zu uns hier, wo es eben ganz viel Demenz gibt und das ein wachsendes Problem ist von Dingen, die nicht gesehen werden und nicht angeschaut werden und und dann eben der Tür, die aufgeht zu einer anderen Wirklichkeit und dann da eben die Fakten aus Jakarta kommen und dem, was die Holländer da gemacht haben. Und für mich war das eben tatsächlich magischer Realismus, wo die Dinge zusammenkommen und eine neue Dimension eingeführt wird. Dafür vielen Dank. Danke. Also mich hat an dem Film fasziniert, wie dieses Haus durch diese mediale Inszenierung, also durch die Projektionen und das Schattentheater, was ja kombiniert wurde, wie das sozusagen mit Erinnerungen aufgeladen wurde. Also Erinnerungen, die jetzt nicht unbedingt nur deine eigenen sind, sondern Erinnerungen, die mit diesem Gebäude zu tun haben, weil das Gebäude ja die Geschichte sozusagen überdauert hat oder das, was von dem Gebäude eben noch übrig ist. Und es hat eben so viel, in der Zeit ist eben so viel passiert und das Haus hat es eben überdauert und also nicht nur geschichtliche Sachen, sondern eben auch kulturelle oder diese magischen Dinge und so von der Inszenierung her hat mich das so ein bisschen erinnert an William Kentridge, den ich sehr gerne mag, den ich auch auf der Documenta gesehen habe und auch es gab auch noch eine andere Künstlerin, die auch aus dem Raum stammte, die auch mit so einem, auch mit solchen Schattentheaterfiguren
gearbeitet hat. Da fällt mir der Name im Moment nicht ein, mit ganz vielen unterschiedlichen Wesen. Also da wurde eben auch mit Licht und Schatten gespielt. Das habe ich in Ihrem Film eben auch wiedergefunden, dieses Spiel mit Licht und Schatten. Durch Licht wurde ja dann auch etwas sichtbar gemacht in der Dunkelheit. Also das hat mir sehr gut gefallen. Danke. Das war Pari, ja. Ja, also mich interessiert am Ende, da liegt ja deine Figur tatsächlich so mit Schlamm im Gesicht auf dem Boden und dann gibt es noch diesen Blick zurück über die Schulter und ich habe mich gefragt, ob die Fiktion, die du von deiner eigenen Geschichte hast oder auch von dem Ort oder von dem Platz von dir selbst in dieser Geschichte, ob die irgendwie im filmischen Prozess auch mal brüchig geworden ist, weil ich habe schon das Gefühl, du hast halt die Fiktion eigentlich, die du halt als Fantasie konzipiert hast, also im Kopf hattest, auch einfach umgesetzt sozusagen. Oder welche ist da nochmal... Welche Fiktion? Die Fiktion von der Geschichte und deinem Bezug zu dem Ort und die Fiktion von dem Ort selbst. Also ob dies für dich irgendwie nochmal brüchig geworden ist oder ob das tatsächlich... Also ich habe das Gefühl, du hast deine Fantasie zu dem Ort, die hast du halt filmisch umgesetzt und konsequent sogar, okay, du wirst sozusagen erschlagen am Ende und liegst mit Schlamm auf dem Boden, aber ist noch mal aber selbst das ist ja Teil deiner Fiktion zu diesem Ort und deiner Beziehung zu der Geschichte. Also ob es noch mal, ob irgendwas noch mal brüchig geworden ist an deiner Fantasie zu deiner eigenen Geschichte. Brüchig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig verstanden habe. Es ist, sagen wir mal, dieses ganz am Ende war eine Schnitterzählung. Das war gar nicht im Konzept drin. Das Ende war nicht im Konzept drin. So. Das ist im Schnitt entstanden. Das war noch nicht mal so gefilmt. Es war schon gefilmt, dass ich dann da zurückschaue und so weiter, aber dass das quasi... dass dieses ganze Wayang dann so eingebaut wird, als in diese... das ist erst im Schnitt entstanden. Also hat sich durch... Also würdest du die Fiktion, die du von dem Ort und von der Geschichte hast, jetzt immer noch unterschreiben sozusagen? Also es hat sich nicht durch den filmischen Prozess... Also für mich ist der Film ja keine Suche, sondern es ist eigentlich eine Festschreibung oder Manifestation von deiner Fantasie zu dem Ort und zu deiner eigenen Geschichte oder der Geschichte deiner Familie? Also ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was du unter Fiktion meinst, weil das musst du mir noch näher erklären, was genau du mit diesem Begriff meinst. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass ja nicht eine dokumentarische Realität vielleicht auch während des Drehs mit reingekommen ist, sondern dass es eher halt die Fiktion ist, die du im Kopf hattest, die du geschrieben hast und die du dann halt visuell und narrativ irgendwie umgesetzt hast. Aber nicht, dass es nochmal einen Bruch gab, dass du vielleicht das doch nochmal anders erzählen musst oder so. Das hat mich interessiert, ob es den gab. Naja, schau, ich meine, die Anfangssequenzen, wo wir mit dem Zug fahren und so weiter, die sind natürlich gefilmt einfach auf unserer Zugfahrt. Dann die Interviews sind alle Recherchedrehs gewesen. Die sind schon 2 Jahre vorher entstanden, vor dem richtigen Dreh. Also auch mit meinem Cousin und mit dem, nennen wir ihn mal Professor. Dann dieses Wayang ist eine dokumentarische, sind irrsinnig viele Teile dokumentarisch, auch ganz, ganz klassisch dokumentarisch gedreht. Auch dieses Wayang und so. Ja, also jetzt nicht das am Ende, das ist gestaged. Aber da ist halt eine andere dokumentarische Herangehensweise, dass man einfach erläutert, wie Geschichte stattgefunden hat. Und das erläutert man halt einfach anders, als man es vielleicht kennt im Fernsehen bei Geschichtsdokumentation. Was es nicht undokumentarischer macht, als wenn es jetzt Guido Knopp macht oder so. Sondern es ist einfach eine andere Art und Weise von
Dokumentation. Und es ist nichts Fiktion in dem Sinne, weil auch alles, was erzählt wird, nicht irgendwas Erfundenes ist oder so. Das heißt, es gibt eigentlich ziemlich wenig Fiktion in dem Sinne. Ich hatte ja am Anfang auch erklärt, dass meine Erinnerungen oder so, das ist ja auch keine Fiktion, die sind ja real. Und ich wollte an dieser Realität einfach nichts ändern, deshalb habe ich keine Recherchen gemacht. Das habe ich bewusst gesagt, ich will diese Realität in diesen Film übersetzen. Und nicht irgendeine, die dann, ich hätte sehr wohl Recherchen machen können. In Archiven, dort vor Ort, wo auch die Holländer registriert haben, wann sind irgendwelche Immigranten gekommen und so weiter. Es gab einen großen Einwandererstrom zu der Zeit, Mitte des zweiten Hälfte 19. Jahrhunderts, vor allen Dingen aus China, weil es in China halt so den Bach runterging. Also auch das, da sehe ich nicht diesen, das, was du Fiktion nennst. Deshalb hatte ich dich, meinte ich, was meinst du mit Fiktion? Also das habe ich immer noch nicht so verstanden. Ja, aber ich habe dich jetzt eher verstanden. Also. Gut, man hat mir jetzt solche Zeichen gemacht, so böse, mit Aufhören so, aber trotzdem ja. Widersetze ich mich dem, ist da wir ja auch immer verschoben wurden. Und ich habe noch eine Frage, die vielleicht wahrscheinlich auch noch die Personen interessieren, die hier sind. Du hast ihn ja ein paar Mal jetzt gezeichnet in Indonesien. Wie regieren Sie jetzt auf diesen Film? Wie ist der in Indonesien angekommen? Naja, das war ein riesig großes Abenteuer für mich. Wir haben ihn, vor einer Woche bin ich zurückgekommen, deshalb leide ich auch noch unter Jetlag und so. Und kann die Abendveranstaltung hier oft gar nicht mitmachen. Wir haben den präsentiert in verschiedenen Städten auf Java. Wir waren dann auch, leider nicht dort genau an dem Ort, wo wir gedreht haben, weil mein Cousin und auch der Dalang waren verhindert und so. Und die haben wir gar nicht getroffen dann. Aber in Yogyakarta, in Bandung, in Jakarta haben wir ihn gezeigt. Und ich hatte schon ziemlichen Schiss, weil es gibt verschiedene Probleme, warum der Film möglicherweise schlecht aufgenommen wird. Der erste ist natürlich, dass ich offenlege, dass ich quasi halb Chinese bin. Und das ist für viele Leute dort immer noch so, als würdest du in den 20er Jahren sagen, ich bin Jude oder so hier. Ja, also das ist in vielen Klischees und auch gesellschaftliche Strukturen und so sind sehr ähnlich. Chinesen in Indonesien, Juden in Europa vor dem Holocaust. Das heißt, da hatte ich schon mal, das habe ich während Jakarta Disorder immer nie angesprochen, weil ich wollte das auch nicht irgendwie, dass das zu Friktion führt oder so. Man sieht es mir ja auch nicht an, also muss ich es nicht machen. Das zweite ist dann diese Geschichte mit 65, das ist ein Tabuthema, total. Mhm. Ja, also zum Beispiel der Act of Killing, den haben vielleicht einige gesehen, ist in Indonesien nie offiziell gezeigt worden. Der ist zwar sehr oft gezeigt worden, aber immer nur unter der Hand. Ja, immer nur so in inoffiziellen Screenings. 65 ist einfach ein No-Go-Ding. Von daher war das auch ein Ding. Und das dritte ist, besonders als wir dann nach Zentraljava, nach Yogyakarta gegangen sind, quasi dem Zentrum der javanischen Kultur, dann das Wayang dort zu präsentieren. Das war auch, da wurde ich in Jakarta schon gewarnt, es könnte totale Probleme geben. Da wird sicher einige Leute geben, die das gar nicht so toll finden, dass ich den Sma, das ist diese beleibte Figur, die gilt dort noch eher so wie eine Gottheit. Ja? Und die spricht im Wayang von Yogyakarta, also dem dominanten Wayang, ist das auch eine sehr noble Figur. Ja, die redet auch sehr nobel, während... Und mit der spielt man nicht so rum, so ein bisschen, so hattest du Angst? So ja, vor allen Dingen der Dalang, den wir hatten, der ist nicht aus der Gegend und der hat uns auch erklärt, dass das Ma halt in seinem Wayang schon eher so eine grobere Figur ist. Es ist eher so ein Joker, eine Clown-Figur. Also da hätte, also aber all das war, ich hatte sehr überraschend hatte ich extrem positive Reaktionen. Das war eine tolle Sache. Aha. Ja. Also Publikum das war die lange Vorrede, aber deine aller Ängste haben sich aufgelöst, weil ja mehr oder weniger. Film, es gab überhaupt nicht Probleme in der Hinsicht. Aber ich habe auch eine zensierte Fassung gezeigt. Also ich habe die Frontalaufnahme rausgenommen.
Weil die haben da natürlich auch spezielle Und die 65 Gesetze. Geschichten? Nein. Ich zensiert nur bildlich, dass man meine Geschlechtsteile nicht sieht. Ja, genau. Okay. Das habe ich quasi überdeckt, aber sonst nicht. Gut, dann danke dir ganz herzlich für die Diskussion. Danke auch dem Publikum. Und es geht ja schon gleich wieder weiter. Okay. Danke.